Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft. Diesmal mit einem neuen Modpack, Project Ozone 2 Reloaded. Hatten wir ja schon angekündigt in der letzten Skyfactory-Aufnahme, dass wir uns einem neuen Modpack zuwenden wollen. Das etwas fordernder ist. Ja, etwas viel. Etwas ist halt relativ, ne? Ja. Also, wir haben uns leicht übernommen. Das ist jetzt der dritte Versuch. Ja, wenn man hier dreimal stirbt, wird man vom Server gebannt. Also man hat drei Versuche sozusagen. Wir haben es nicht geschafft bis jetzt. Wir joinen jetzt einfach mal auf den Server und hoffen, dass es diesmal besser wird. Ich habe da Hoffnung. Wir haben uns etwas abgesprochen, wie wir das jetzt organisieren. Mal gucken, ob das was wird. Deswegen Also. zeigen wir euch jetzt am Anfang auch erstmal relativ wenig, weil wir erstmal versuchen, unsere Start. Genau, wir wollen erstmal nur überleben. Genau, also Achtung, es sind 5 Creeper auf dem Weg. Was? Echt jetzt? Ja, go auf die Map. Dazu muss man sagen, die Creeper hier sind nicht wie normale Creeper. Ja. Die sind etwas stinkig. Nett ausgedrückt. So. Ich höhle jetzt hier einfach nur aus, um uns etwas häuslich, also haustechnisches anzugedeihen. Da wir gelernt haben, dass hier Zeit wirklich essentiell ist, also. Eigentlich allein hat man hier kaum eine Chance, weil man muss genug Seide haben, um sich Betten bauen zu können, um die Nacht zu überstehen. Nebenbei Weil wir braucht man. haben's. Sorry. Ja, nebenbei braucht man aber auch noch eine Unterkunft, weil sonst wird man einfach von irgendwelchen Creepern weggesprengt. Das Wir haben es in der ist. letzten Versuch probiert, nur mit einer Unterkunft und naja. Wir haben neu angefangen. Ja, es ist ja jetzt, wie gesagt, Versuch 3. Also allgemein ist dieses Modpack wirklich Ich habe einen Wurm. ein. Reicht aus. In der Zeit, die Zwei wir davon. haben. Werden wir gleich sehen, würde ich sagen, ne? 12%. Ist erst 13 Uhr. Hasse. Siehst du, wie spät es auf dem Server, also sozusagen Spielzeit ist? Ja. Gut. 36%. Wenn ihr euch wundern solltet, warum ich das gerade mache, was ich gerade mache, ich habe im letzten Versuch festgestellt, dass es den Creepern egal ist, wenn sie einen nicht sehen können. Wenn sie nur nah genug dran sind, sprengen sie sich einfach. Deswegen haben wir jetzt hier einen Dreier Abstand zwischen uns und etwaigen Feinden. Und ich habe die Hoffnung, dass das reicht. Ich glaube, wir werden perspektivisch dann auch auf die Insel umziehen, die da draußen ist, wenn wir hier die erste Nacht überlebt haben oder die ersten Nächte. Ja, würde ich so Ich nicht glaube, dies sagen, lässt weil. sich besser verteidigen wie das hier. Gut, das könnte Ich habe sein, irgendwie das natürlich, Gefühl, dass ja. es nicht einfacher wird. Aber der Umzug wird Du einige. reißt jetzt nicht den Baum ab, wo du jetzt gerade dran bist, oder? Okay, dann brauche ich ihn wieder hin. Weil das ist der, wo die Leaves dran sind, Sag das die doch. investierten. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ach doch, hier, Tatsache. Das habe ich wirklich nicht mitgekriegt. So. Ich verschiebe mal den Crafting Table. Ist okay. Wie ihr hier gerade schon seht, dass man hier irgendwas Anbautechnisches rausbekommt, also was ordentliches Anbautechnisches, ist auch etwas kritisch. Ich habe jetzt Kiwi und Pi, was auch immer Pi ist. Ananas, glaube ich. Wo ist denn der Tisch? Habe ich noch eine Hand. Potato Seeds und Carrot Seeds, das ist doch immerhin etwas. Die müssen wir eh züchten dann wahrscheinlich noch. Ja. Oh, da waren Chili Gardens dabei. Ja, Pumpkin. Haben wir Pumpkin Seeds. Nee, Pien war Ananas. Pumpkin ist,
Ach, ich weiß es auch nicht mehr, keine Ahnung. Englisch ist schlecht. Okay, aus Bohnen macht man also Bohnensamen. Das ist auch irgendwie etwas. Okay, ein String, zwei Strings. Ach, das schon sieht. Drei Strings, okay. Komm, mach hin. Wie sieht's aus bei dir? Drei Strings erst. Wir brauchen 4 mal 3, 24. Die erste Wolle habe ich. Also machen wir es so, dass sich einer hinlegt und der andere auslockt. Nee, das machen wir nicht. Das ist ja fast schon Cheaten. Ganz ehrlich, bevor ich ein fünftes Mal anfange? Das vierte Mal erst. Ach, na dann. So, Bett Nummer 1. So. Es nähert sich langsam dem Dunkelwerden. Jetzt gerade rapide. Wie sieht's aus? Mir fehlt noch drei Strings. Gut, das muss ja machbar sein. Zwei? Willst du mich verarschen? Vier. Okay. Okay. Auf in den Untergrund. Los, rein mit dir. Haben wir es nicht kuschelig hier drin? Okay, sollten wir uns hinlegen können, ist Nighttime. Jo. Gut. Also haben wir jetzt. Ich guck gerade meinen Kopf von innen an, okay? Ja. So, also theoretisch. Ach, es reicht sogar, wenn einer schläft. Der Mod ist drauf. Ah. Oh, das ist dann. Etwas. Beruhigend, aber nur etwas. Ja, wir müssen jetzt bloß noch rauskommen und es draußen Creeper en masse sind. Das sehen wir ja. Auf der Map. Dass da keine sind. Stimmt, die sind weiter weg. Dann haben wir ja wahrscheinlich echt eine Chance zu überleben den Tag. Da hätte man. Ey, wir haben den ersten Tag überlebt, also die erste Nacht. Das ist neu. Ja, man freut sich ja über die kleinen Dinge im Leben. Ja, ne? Muss ja. Kann ich meinen Coach wieder kriegen, bitte? Da ist er. Wir haben gerade Richtung Eingang geschmissen. So, da können wir uns jetzt langsam mal ans Questbook machen. Jetzt können wir auch ein bisschen was erzählen zu dem Mod. Wir mussten uns halt bloß beeilen, dass wir das schaffen, bevor, ja. Ich habe also zwei Questbooks. Ja klar, meins und deins. Also im Endeffekt zu der Mod gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Wollen wir da drüben schon anfangen? Ich hab's dir gerade zugeschmissen. Das ist mein, oder nicht? Das Book. Naja, wir müssten halt am ganzen Strand erstmal eins hoch eine Wand bauen. Ja, da können wir anfangen jetzt. Ja, gut. Also, ich zeig mal das Questbook erstmal. So. Genau, ich gehe dabei mal hier ein bisschen abholzen. Also, man hat hier im Alpha-Bereich circa 20 Milliarden Quests. Nicht ganz so viel, aber Übertragung macht anschaulich. Das gleiche hat man dann nochmal Beta, Gamma, Delta, Epsilon und so weiter und so fort. Das ganze griechische Alphabet durch. Also nicht das ganze, nur das halbe ungefähr. Aber ich kann im Moment nur Alpha einsehen, weil wir halt noch nicht so weit sind. So, wir hängen gerade an diesem. Begin again. Begin by collecting wood. Crooks can be used for silkworms and collect a bit more saplings than normal. Ja. Ist jetzt nichts großartig Überraschendes. Wir haben schon die Woodplanks. Jetzt fehlt nur noch das Oakwood, der Crook und der Oak Sapling.
Nee, die Planks haben wir nicht, das ist eine falsche Anzeige. Okay, gut. Dann müssen wir noch 6 Oak Barrels herstellen. Das sollte alles kein Problem sein. Deswegen holzen wir jetzt ab. Oh, Rubberwood. Ja, also wir müssen aufpassen, wir am Anfang zumindest erstmal immer schön die Zeit im Auge behalten, dass wir uns so gegen 16, 17 Uhr habe ich ungefähr vor uns geguckt, in Richtung Unterschlupf erstmal verziehen. Wie wollen wir eigentlich das Ding hier beleuchten? Ja, deswegen sage ich ja, erstmal wird es hier drüben noch nicht viel bringen, hier schon auszubauen. Ich meine, wir können hier das Holz abhauen, Dann hauen wir das Holzbus weg. Ja. Stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Weil wir haben ja erstmal noch überhaupt keine Chance, an irgendwie Kohle zu kommen. Okay. Außer wir haben da einen Furnace, dass wir Holzkohle machen können. Ja, da brauchen wir aber Stein dafür und dafür brauchen wir wieder erstmal eine Pickaxe. Da kann man die Holzpickaxe nehmen. Man kann mit einer Holzpickaxe zwei abbauen. Ja, man braucht 9 mal 8 sind 72. Ach, brauchen wir hier wieder? Ja. Ach du je. Ja, Compressed Coverstone. Och nö. Ah, eine Slab Furnace müsste doch gehen, oder? Ja, kann man in das Slab Furnace? Holzkohle machen? Ich glaube ja. Charcoal, einfach mal gucken. Ich habe keinen Philosopher's Stone. Ja, den werden wir auch nicht hinkriegen. Aus Ash Clouds, die haben wir auch noch nicht. Es steht nur das Smelting. Es steht nicht da wo. Man kann es ja mal probieren. Jo. Das würde nämlich. Sowas kann man zum Beispiel nachts machen. Ja, genau. Erstmal brauchen wir Holz. Davon jede Menge. Alleine schon für die erste Quest. Yep. Also ihr habt ja schon gesehen, man bekommt aus einem Holzblock nur einmal Planks. Somit brauchen wir ein Stack Wood. Und dazu nochmal 16 Wood, die man als Wood behalten muss, sozusagen. Und nochmal 8 Wood für einen Krug, weil es muss ein neuer sein. Achso, okay. Zumindest laut Anzeige. Ja. Und zusammengefasst, also wir spielen das Modpack eigentlich, weil es wirklich eine der größten Anzahl an Mods hat, die wir bisher je hatten. Also zumindest seit ich das mitspiele. Wir haben 220 Mods, unter anderem solche lustigen Sachen wie Galactic Craft, worauf ich mich persönlich schon freue. Was allerdings wahrscheinlich noch ein, zwei Minuten dauern wird, bis wir da sind. Ja, so ganz minimal. Wird langsam wieder dunkel. Ist erst 13 Uhr. Okay, warum wurde es da bei mir hier gerade so komisch dunkel? Keine Ahnung, aber diesmal haben wir mal nicht den Blutmond am Anfang, wie es aussieht. Mhm. Vielleicht lagen die Massen an Mobs auch einfach nur an dem Blutmond. Kann auch sein. Also wir hatten wirklich teilweise. Also im letzten Versuch war es ganz krass, da wurden wir überrannt von, also von dem ganzen Feld voll Mobs. Es gab auf diesem Feld, was bestimmt 64x64 war, keine Stelle, wo kein Mob stand. Einer? Ja? Ich habe gesagt, keine Stelle, wo kein Mob stand. Ja, aber stand ja auch nicht bloß einer auf einer Stelle. Das waren ja. Oh, Apfelbaum. Ja, ich weiß. Schon gesehen. Cool. So, ich denke mal, 15 Uhr machen wir es auf dem Rückweg. Muss eigentlich das Holz für die Quest, du hast das ja vorhin schon gehabt, muss das vom gleichen Baumtyp sein? Nein, muss es nicht. Gut.
Das ist sehr gut. Okay, gut. Der Baum noch, dann abhauen. Sammeln nur noch ein paar Äpfel und Zeug ein. So, Abflug. Blackberry Bush. Ich hab schon eingesammelt. Guck mal, da drüben ist. Oh, da oben ist eine Slime Island. Ja, bis wir da sind. Komm rein. Ich Obwohl, will noch nö. kurz hier die Strings. Ich wollte, bis die mal zu weit weg sind, weil. Kann man die Infested Leaves nur mit dem Krug abbauen? Ja, ne? Da gibt's mehr raus. Gut, dann los. Ab an die nächsten Bäume. Ich kümmere mich hier. Ab an die nächsten Bäume. Nee, ich wollte die weiterlaufen lassen. So? Das hat die weiter infiziert. Wir sind doch durchinfestet hier. Nee, ich glaube hinten noch nicht. Ja, da kannst du den letzten Baum ja, können wir ja stehen lassen. Ich habe die Erde schon in der Hand zum Zubauen dann. Okay, Quatsch ist weg. Also alle. Können wir nur ganz abbauen, oder? Na, lass doch. Okay. Ich habe jetzt aus den Bäumen 64 plus 13 Strings geholt. Kommst du? Ist noch hell gerade. Noch eine Weile. Also wenn ihr euch wundert, was ich hier gerade mache, ich sag mal so, ich hocke mich vor die Bäume. Ich glaube, da kann sich jeder denken, was ich mache. Hast du noch Blöcke? Noch Holz? Ja, ich baue gerade noch welches ab. The Blood Moon is rising. Da sollten wir uns verpissen, meinst du? Ja, noch ist Daytime, aber ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch wirkt. Mach den Boom noch weg, dann gehen wir. Wir müssen ja unser Glück nicht überbeanspruchen. Yep. Komm. Nighttime. Ab Rein ins geht's. gemütliche Heim hier. Schlaf mal erstmal, wa? Jo. Was? You not feel You tired don't feel now? tired now. Das ist bestimmt Blood Moon. Ach du Scheiße. Baust du noch richtig zu noch die nächste Ebene? Oder haben wir keine Erde? Eine. Gut, da kann ich hier mal einsortieren. Ja, hast du noch Holz? Jo, ich sortiere hier gerade ein, das Holz unter anderem auch. Blackberry. Blackberry Bush. Neun, elf, fünf Holzblöcke, also fünf Wood brauche ich noch. Habe ich nicht. Hier sind 49, 5 und 13. Ne, ich rede ja von dem 1, 2, 3, Ach so. 4, 5. Hab's. So. Okay, die habe ich. Dann warte, ich schmeiß erstmal das Zeug zu. Hast du? Jetzt hat es gezählt. Also Okay. ihr seht schon, man kriegt das auch so wunderschön angezeigt, wenn man es hat. So, dann brauche ich das Holz wieder. Ja. Auch mehr Ebede unterm Strich. Ja, ich bereite es schon vor.
Was zur Hölle? Ach du Scheiße. Diese scheiß Werwolves müssen vom gleichen Holz gemacht werden. Na da. Was hast du denn? Also ihr seht schon jetzt gerade auf der Minimap auch, dass da gerade richtig Party ist über uns. Oh ja. Das scheint wirklich an dem Blood Moon zu liegen. Also mit dem Blood Moon ist, sollte man sich tunlichst nicht nach draußen bewegen. Hier, hast du erstmal das Zeug für deine Barrels? Nicht so. Ach so. Dann müsstest du die Quest fertig machen können. Ja, sieht gut aus. So, Quest complete. Jetzt müssen wir mal in das Questbook gucken hier. Alpha, hier seht ihr schon, das ist jetzt hellblau umrandet. Und jetzt kann ich hier, wenn ich mir hier mein Choice Reward aussuche, was hier ja, ne, eine der drei Loot Chests ist, kann ich das claimen. Und jetzt müsste ich das eigentlich genau im Inventar haben. Ein Flux-Infused Crook. Hier, schenke ich dir. Das ist eh mehr deine Arbeit als meine. Ja, also ich kann die Quest noch nicht abschließen. Mir fehlt ein Holz. Was für eins? Ein Oakwood. Hier. Oh, hast du noch Slabs? Ja. Da. So. Oh, geil. Eine Schallplatte und eine Jukebox. Kann ich das jetzt nehmen? Ach, ich hab's schon. Okay, wieso zählt's bei meiner Quest nicht? Achso, das dauert eine Weile. Nee. Hat was. Bis auf dass es laut ist. Ja. Ach, es müssen Oak Barrels sein. Die anderen Barrels gehen nicht. Also man muss hier wirklich auf jeden Fall richtig lesen. So. Wir können ja dann mal unsere beiden Chance Cubes ausprobieren, wenn wir hier wieder rauskommen. Aber im Moment sieht es da eher nicht danach aus. Ich hab doch aber 6 gecraftet, warum zählt er das nicht? Vielleicht hängt da bei dir an was anderem. Nee, ich muss wieder raus und reingehen. Ach so. Natürlich das Problem, wir wollten doch irgendwas mit Cobblestone machen, ne? Ja. Na, guck mal, was wir hier haben. Kein Cobblestone. Limestone. Okay, ich habe Invisible Bedrock in meiner Kiste drinne. Das ist ja bitter. Ja, und gar nichts. Mensch. Extra Life. Okay. Wie spät ist denn das? Ach, Extra Life. Ah, cool. Oh, nice. Lass dir schmecken. Ah, drück mal M. Holla. Und scroll mal raus. Geil. Das ist echt geil. Das ist auf jeden Fall geil überlegt. Weil wir sind nur in Sol, oder? Geht's noch weiter raus? Ja, kannst rauskommen noch. Nee, kann ich nicht. Also ich sehe hier so noch 1, 2, 3, 4 andere Sterne, aber kann ich irgendwie nicht auswählen. Geile Sache. Ey! Die schöne Musik.
Aber ich habe gesagt, wir haben ein extra Leben gekriegt. Nice one. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich damit machen wollte. Warte mal. Und wieso wir? Ach so, Tatsache, ich auch. Ach nee, gut, das nimmt dann einfach reingelegt. Der als erster stirbt, nimmt's einfach. Würde ich sagen. Ja, warte mal, ich wollte ja nochmal gucken. Wo war's denn jetzt hier? Client Settings Guide? Nee, Surfer Info da. Auch nicht. Also wir spielen auf Difficulty Easy laut Anzeige. Ja, durchaus sein. So, ich habe endlich Stein gefunden. Jetzt muss ich nur mal kurz hier. Oh, sorry. Hast du die gerade aufgenommen? Ich brauche die Fackel. Was habe ich? Ja. Stell sie mal da unten hin. Ich habe nur keinen Bock, dass da unten was spawnt. So, jetzt kann ich aber mal was testen, ob man mit Limestone auch Furnaces machen kann. Natürlich nicht. Also habe ich jetzt 12 sinnlosen Limestone. Ja, hast du das wirklich erwartet? Das ist mal so rein informativ. Du hast kein Holz mehr, oder? Nein. Ja doch, Holz, doch. Jo. Aber wie wir je wieder da oben halt irgendwie rauskommen sollen, ist mir jetzt im Moment noch ein bisschen... Ja, es ist noch Nacht, oder? Ja, aber... Also die Map ist, glaube ich, eindeutig. Alter Verwalter. Wie lang ist denn hier Nacht? Wo siehst du das überhaupt? Ich Ach, da oben. Links. Daytime. Ja, sie It sterben gerade. Sterben gerade. Okay. Ist gerade alles ausgegangen fast. Die Achtung, Wither-Skeletten müssten noch sein. Nee, das sind Endermänner, oder? Nee, stimmt, das sind Wither-Skelette. Bleib erstmal unten. Aber ich glaube, die sind weiter links. Geronimo! Oh, im Wasser! Ach, die haben Schwerter in der Hand. Wenn die rauskommen, sterben sie sowieso. Aber ich würde mich jetzt ungern mit denen anlegen. So, aber ich denke, wir können jetzt... Was ist das so, drüben? Aber halt. Mir fällt gerade auf, wir haben jetzt schon ganz schön überzogen. Also machen die wir Die sterben übrigens nicht, wenn sie auf Wasser stehen. Das ist schlecht. Gut, aber wir machen jetzt hier erstmal ein Break sozusagen. Also Folgenende. Ja, wir haben erfolgreich eine Folge abgeschlossen, dass ich das nochmal erlebe. Ja. So, aber wir hoffen, ihr seid natürlich morgen wieder mit dabei. Und ja, hoffen, es hat euch gefallen. Und hoffen, ihr guckt weiter uns beim Failen zu. Weil viel was anderes wird es nicht werden. Optimist. Ja, heillos. Gut, also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.